Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video der Uhrenkiste. Heute geht es darum, ein Uhrenarmband zu wechseln. Dafür müsst ihr nicht unbedingt zu einem Uhrmacher gehen, sondern das könnt ihr auch ganz einfach zu Hause machen, mit nur wenigen Materialien. Was ihr dazu braucht, ist ganz einfach. Ihr braucht natürlich eure Uhr, wo ihr das Armband wechseln wollt. Braucht ihr noch natürlich das Armband zum Wechseln und zu guter Letzt ein Federwegbesteck. Was es damit alles auf sich hat und worauf ihr achten müsst, dazu jetzt mehr. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zugucken und wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie mir doch einfach unten in die Kommentare, ich beantworte sie dir gerne. Das ist also die Uhr, wo wir das Armband wechseln wollen. Zuallererst, bevor wir uns natürlich ein neues Armband bestellen, messen wir mal, wie breit das Armband hier ist, denn das dient natürlich als Richtlinie, welche Breite wir als nächstes benötigen. Das Messen können wir uns jetzt erstmal sparen. Ich habe hier ein ganz normales Standard 22 mm Armband dran. Dementsprechend habe ich mir dann natürlich auch das neue Armband bestellt. Das hier ist ein ganz normales NATO Armband von Amazon, noch niegelnagelneu. Das wird auf die alte Uhr jetzt draufgezogen. Ich habe vor geraumer Zeit ein ganzes Set bestellt, wo unter anderem auch das hier dabei war. Das hier ist ein Federwegbesteck. Das Federwegbesteck kann man ganz einfach einzeln kaufen oder man kauft sich am besten gerade ein ganzes Set dazu, weil dann hat man auch alle anderen Sachen, um zum Beispiel eine Batterie zu wechseln, ein Edelstahlarmband zu kürzen oder sonstige Sachen. Ein einzelnes Federwegbesteck kostet um die paar Euro. Im Set könnt ihr das Ganze aber auch schon für unter 20 Euro bekommen. Mich erinnert das immer so ein bisschen an so ein Zahnarztwerkzeug. Hier vorne ist so eine Art Gabel dran, ein bisschen dickere und auf der anderen Seite eine etwas dünnere. Das brauchen wir, um den Federweg von der Uhr zu trennen bzw. ihn damit bedienen zu können. Wie das Ganze funktioniert, worauf wir achten müssen und wie einfach das doch ist, zeige ich euch jetzt. Wir nehmen uns jetzt die Uhr und suchen erstmal die Federwege. Und zwar sind die auf der Rückseite hier unten. Hier drin befindet sich der Federweg. Ich deute mal kurz dahin. Genau hier. Hier ist extra eine kleine Öffnung, wo wir mit dem Federwegbesteck ganz gut rankommen, um die Uhr auch einfach lösen zu können. Dazu gehen wir jetzt hin, nehmen uns die schmale Seite des Federwegbestecks, greifen da rein und drücken die Feder nach innen. So, jetzt haben wir schon mal eine Seite gelöst. Was jetzt wichtig ist, in dem Federweg ist natürlich, wie der Name schon sagt, eine Feder drin, die steht unter ordentlich Spannung. Wenn man jetzt also nicht ganz vorsichtig ist, kann es sein, dass der ganze Federweg einem erstmal um die Ohren und komplett quer durch den Raum fliegt. Also hier ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ihr den Rest herauslöst. Hier ist sie sogar auch schon draußen. Ja, wir müssen nur noch leicht rein und dann sieht man auch schon, haben wir das, die erste Seite, gelöst. Jetzt zeige ich euch endlich mal den Federweg. Wir haben hier natürlich noch ein weiteres Teil dran. Na, wir müssen erstmal die Feder hier rausnehmen. Wenn man hier eine Seite rauszieht, sieht man ganz gut, hier drin steckt die Feder, die das Ganze natürlich unter Spannung hält, um die Uhr gescheit verschließen zu können. Den ersten Federweg nehmen wir und legen ihn zur Seite, denn den brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Jetzt gehen wir zur anderen Seite der Uhr und lösen die auch noch. Hier wieder dasselbe Spiel, die dünne Seite vom Federwegbesteck nehmen, reingreifen, reindrücken und lösen. Nicht zu grob. Und jetzt hat man es ganz gut gesehen, ist mir die Feder weggeflogen, beziehungsweise die Feder ist noch da, der Steg ist leider weggeflogen. Deswegen gehe ich mich jetzt erstmal auf die Suche begeben nach dem Steg. So, alles gut, ich habe es wieder gefunden. Man hat ganz gut gesehen, man soll auf jeden Fall ein bisschen achtsamer damit umgehen, weil die Feder da drin steht ein bisschen unter Spannung und da fliegen schnell hier diese Aufsätze raus. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall beide Federstege getrennt und die müssen wir jetzt einfach wieder dran setzen. Das geht auf jeden Fall einfacher als das Herauslösen. Dazu müssen wir ganz einfach den ersten Federsteg in die Öffnung reinsetzen. Dann nehmen wir uns das Federwegbesteck, drücken auf der anderen Seite die zusammen und setzen das wieder in das Loch und dann sieht man ganz gut, ist der Federweg wieder dran.
das Ganze jetzt noch mit der anderen Seite. Wieder hier in das Loch reinsetzen. Und dann am besten mit der größeren Gabel, damit lässt sich das dann leichter machen, wieder zusammendrücken und mit ein bisschen Geschick wieder in der Öffnung platzieren. Jetzt haben wir das und können da ganz einfach unser Armband durchziehen. Zu guter Letzt zeige ich euch jetzt noch, wie man ein NATO-Armband an die Uhr anbringt. Und zwar haben wir hier eine kleine Lasche. Dazu ziehen wir erstmal das große hier oben raus und fädeln da die Uhr durch, sodass die Uhr oben so später dran sitzt. So. Es kann passieren, dass wenn man ein dickeres Armband hat, dass es ein bisschen schwerer da durchgeht. Da nicht zu viel Kraft anwenden, aber in den meisten Fällen geht das auf jeden Fall noch durch. NATO-Armbänder sind ein bisschen dünner, Zulu-Bänder ein bisschen dicker. Da wird das dann ein bisschen schwieriger. So, jetzt ziehen wir die Uhr bis oben hin und können dann die andere Seite wieder hier unten durchführen, sodass wir die Uhr jetzt hier fest dran haben. Um die Uhr dann zuzumachen, einfach ums Handgelenk hinten rum durch die Schließe einhaken, hierdurch und hierdurch. Je nachdem, wie breit euer Arm ist oder wie dünn, müsst ihr ganz einfach das Armband hier oben einmal umdrehen und hier wieder reinfädeln. So. So funktioniert es und so einfach lässt sich ein Armband, ein Edelstahlband lösen und ein anderes Armband an die Uhr anbringen. Das war auch schon die ganze Kunst, wie man ein Uhrenarmband wechselt. Wie du siehst, ganz einfach und du brauchst wenig Sachen. Das Einzige, was du wirklich brauchst, ist ganz einfach ein Federwegbesteck. Gibt es in jeder guten Uhrenwerkzeugsammlung oder auch einzeln zu kaufen. Und so lässt sich auf jeden Fall schnell aus einer Uhr mit einem Edelstahlarmband eine schöne Uhr zum Beispiel im James Bond Look machen. Eurer Kreativität sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Es gibt Unmassen an Uhrenarmbändern. Ihr habt da wirklich eine breite Auswahl und könnt euch so eure individuellste Uhr zusammenstellen. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr euer Edelstahlarmband behaltet oder aufhebt, denn wenn ihr die Uhr irgendwann wieder verkaufen wollt, wollen natürlich viele das Originalarmband dazu haben. Wenn man möchte, kann man sich auch noch Profi-Federwege bestellen. Die gibt es manchmal auch zu den Uhrenarmbändern dazu. Wenn man die alten nicht mehr benutzen will, kann man sich da auch noch bessere bestellen. Das Ganze jetzt noch mal kurz im Schnelldurchlauf. Man nimmt einfach das Federwegbesteck und öffnet so die Federwege oder beziehungsweise spannt die Federn im Uhrenarmband und kann so die Federwege lösen. Das Ganze macht man natürlich auf beiden Seiten, entnimmt die Federwege und setzt sie dann einfach wieder ein. Zu guter Letzt muss man nur noch das neue Armband durchziehen und schon sind wir fertig. Das Ganze ist auf jeden Fall kein Hexenwerk. Achtet darauf, dass ihr die Federwege nicht zu sehr spannt und dass sie euch nicht plötzlich um die Ohren fliegen, so wie bei mir zum Beispiel. Falls das doch passiert, wäre das blöd. Vielleicht solltet ihr zur Sicherheit ein paar Ersatzfederwege zur Hand haben, falls sie dann doch mal komplett verschwinden. Guter Letzt, wenn du noch Fragen hast, dann stell sie mir doch einfach unten in den Kommentaren. Ich beantworte sie dir gerne. Ansonsten lass ein Abo da und gib mir mal ein Like und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.